Kommen wir jetzt zum politischen Teil, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, dafür sind wir hier bei TV Total bekannt. Es gibt Neues von Ihrem Lieblingsbundeskanzler Lord Valium von Schnarchistan. Unser aller Papaschlumpf hat eine Rede in der Meierwerft in Papenburg gehalten. Und ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie fehlt der Veranstaltung die Ernsthaftigkeit. Ich habe da eine Vermutung, es könnte am Helm liegen. Die Meierwerft ist nicht irgendein Unternehmen, sondern ein industrielles Kronjuwel unseres Landes. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, der will albern rüberkommen, oder? Wahrscheinlich hat er vorher noch gesagt, sag mal, habt ihr irgendwie einen viel zu großen Helm? Dann achten die nicht so auf mein Gelaber. Und irgendeiner hat gesagt, Olaf, der steht dir wie angegossen. Das ist ja, der sitzt perfekt. Ja, es ging übrigens um Arbeitsplätze. Ja, Scholz war also so eine Art Bob, der Stellenabbaumeister. Ey, an dem habe ich echt lange gefeilt. Ey. Das ist, ey, da kann man auch ein bisschen Respekt vor der Kunst. Ja? Bisschen Respekt. Also. Man muss aber, guck mal, wenn Sie das Bild jetzt hier aber sehen, wenn Sie sich die Rede anschauen, erinnert Sie das nicht auch an was? Die Meierwerft ist nicht irgendein Unternehmen, sondern ein industrielles Kronjuwel unseres Landes. Meine Damen und Herren, letzte Woche haben wir Ihnen Greta Wagner vorgestellt. Ja, das ist die vielversprechende Nachwuchsreporterin von Welt. Greta hat letzte Woche gelernt, wie Live-Fernsehen funktioniert. Wir erinnern uns. Unsere Reporterin Greta Wagner mit einer Einschätzung der Situation in Köln-Bonn. Für so viele Reisende hat heute dieser Tag wirklich schrecklich begonnen. Für viele hat er auch hier wieder geendet, nämlich mit keinem Abflug in den lang erhofften Urlaub. Wir sind noch live, ne? Ja. Ach so, ja. So, und hier. So geht man natürlich nicht mit der Situation um. Ne? So geht man damit nicht um. Das wissen auch die Kolleginnen und Kollegen von Welt. Und deshalb haben die uns jetzt noch mal Material zugespielt, um zu zeigen, dass sie schon Profis sind. Ja? Und dass sie auch wissen, was man zu tun hat, wenn man mal gerade keinen Plan hat. Nur zur Info, was Sie jetzt sehen, das ist kein Sketch, das ist genau so passiert. Live. Das kommt bei den Anhängern gut an und auch sicher in die News. Carsten? Eigentlich wollten wir Ihnen noch... Ich habe gerade recherchiert. Der Carsten! Haben Sie noch seine Ausrede mitbekommen? Was hat er gesagt? Er hätte recherchiert. Ja. Wo hat er denn recherchiert? Auf OnlyFans oder wo war der da? Ja? Da war ja die Reaktion von Greta tausendmal professioneller als das da. Vor allem sehr schön. Sie summt, ja? Er tindert. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die zwei sind verheiratet. Erinnern Sie sich noch an Rudy Giuliani, den ehemaligen Bürgermeister von New York? Ja, der war übrigens auch Anwalt von Donald Trump. Und der hat jetzt bei einem öffentlichen Auftritt mal pantomimisch dargestellt, wie es mit seiner Partei wohl demnächst weitergeht. So, und wir wollen uns hier nicht lustig machen, aber das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ja, viele ältere Männer, ja, die neigen dazu, im Alter nach rechts zu schweifen, ja, die driften dann ab und das sehen sie, was dann passiert. Das ist schade, aber ihm geht's gut. Ihm geht's gut. Ich muss zugeben, es hat mich ein bisschen gefreut, weil das natürlich irgendwie Joe Biden unterstützt, ja, es kommt ihm zu Pass, aber leider hat dann Joe direkt nachgelegt und mal wieder gezeigt, Männer haben doch ein Verfallsdatum und wenn die um sind, sollten die nicht mehr in wichtigen Ämtern sein. Women are not without electrical, not allowed, not without electoral. Na, la 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 la. Blablabla.
Hat denn der kleine Joe Backstage ein bisschen am Johnny Walker genascht? Hä? Ich glaube, selbst Joe Biden denkt in dem Moment, oh, ich bin zu alt für den Scheiß. Jetzt hatte ich aber die Idee, falls er nach einer Karriere oder nach seiner Karriere als Präsident noch was anderes sucht, wie wär's denn mit dem Kölner Karneval? Dafür liebt ihn Köln. Dafür liebt ihn auch Köln, wie er ist auf Kölner Bühnen. Empfange mal eine Knallkopf. Women are not without electrical, not allowed, not without electoral. Top-Büttenrede. Oder, einen habe ich noch. Ich könnte ihn mir auch sehr gut noch an Silvester vorstellen, beim Dinner for One. Mr. Winterbottom. Not without electrical, not allowed, not without electoral.